Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. So, ich habe gesagt, ich möchte heute nochmal mit Azazel starten. Ne? Es kann ja wohl irgendwo nicht sein, dass wir mit dem das Ganze nicht packen, ne? Oder nicht mehr packen. Und wenn ich das schon wieder im ersten Raum sehe, ne? Da denke ich mir schon wieder, was machst du hier eigentlich? Sagt mal, warum kriege ich eigentlich zurzeit immer die gleichen Items? Warum? Warum? Was habe ich getan? Mann! Boah. Hallo Pin! So, Evil Up. Kriegen wir ein paar Bomben und weiter geht's. Und natürlich ein schwarzes Herz haben wir auch bekommen. So, da möchte ich natürlich rein. Mal gucken, ob sich's lohnt. So, und ihr habt gesagt, ich soll den Teppich wegsprengen. Na, guckt mal an. Ich würde aber zuerst gerne die Ebene hier machen. Ne, für zwei graue Kisten seid mir irgendwo nicht böse. Ne. Ich bräuchte dringend noch einen Schlüssel. Dankeschön. Das Book of Sin. Ja. Und jetzt bräuchte ich hier auch noch eine Bombe. Dankeschön. So, hier. Mal gucken, wo mich diese Leiter hinführt. Ich werde aber auch erst den Boss machen. Also ich werde die komplette Ebene machen. Dass mir hier ja nichts flöten geht. So. Zack, zack. Na komm her. Ja. Der Poop. So, nächster Raum. Oh. Ist irgendwo ein blaues Steinchen oder so? Nee. So, Fistula. Ich bleibe jetzt hier auf meinem Steinchen so ungefähr und gut ist. So ein Foto. Hier ist so ein Shoot-Speed-Up. So, was hätten wir denn hier drin? Nee. Nee. Boah, das war knapp. Das war sowas von knapp. Kann ich nicht brauchen. So, einmal hier rein. Und was passiert jetzt? Ist jetzt hier irgendwas anders oder? Anscheinend ja nicht. Na komm her, du. Mann. Ist immer bei denen ist es echt schwer, keinen Schaden zu nehmen. Oh, der kommt genau zur richtigen Zeit. Oh, noch besser. Oh, was habe ich hier? Was habe ich hier im Moment mit den Babys auch, ne? Also irgendwo so ein bisschen die Items
weiß ich nicht. Sind nicht das Gelbe vom Ei. Halt, ich wollte hier lang. Ach, das kann ich eh nicht mitnehmen. So, Shop wird sich so langsam lohnen. Cancer. Hatten wir das nicht auch schon mal hier? Mit Extremaufladungen? Da war noch einer. Wirklich. Balls of Steel. So, The Fool. Das heißt, wir können mal wieder einen Opferraum mitnehmen. Da ist der Boss. Wir könnten eventuell mal hier ein Bömmchen setzen. Moment, ich wollte mich jetzt eigentlich gerade in den Shop sprengen, aber dadurch, dass wir sowieso den goldenen Schlüssel haben, hebe ich mir die Bombe mal lieber auf. Papa-Tee. Nochmal Papa-Tee. Komm, hier. Was finden wir denn hier noch auf der Ebene? Lasst mal gucken. Den Raum haben wir hier noch. Nix. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, ab zum Boss. Wenn ich denn durch die Tür kommen würde. Schon wieder. Und vor allem, wen kriegen wir? Megamo. Stirb. All Stats up. Das heißt, Herzcontainer ist dabei und es geht weiter. Dann gleich mal nochmal mein Buch benutzen. Schauen wir mal, was es uns dann gibt. Aber das mit der Falltür unter dem Teppich habe ich immer noch nicht so ganz, ne? Umrissen, wie oder was? Paralysis. So, kommt mal hier rein. Naja. Naja. Postbattle-Raum für eine graue Kiste? Nö. Was heißt 48 Stunden Energie? Hier, einfach hier, ne? Balls of Steel. So, da gehen wir mal rein. Oh, für dich bräuchte ich Geld, ne? Gesagt, ich bräuchte Geld. Gucken wir mal, vielleicht reicht's. Yes! Auch gut. Warum warte ich eigentlich so lange mit der Aufladung, ne? Das ist man so gewohnt, ne? Aber mit Cancer hier geht das sowas von schnell. Nee. I can see forever. Oh. Puppety. Tears down. So, und das ist gut. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Doch, ich kann es gleich noch mitnehmen. Aber das, ist das überhaupt noch da? Mann. Ist das noch da? Ist doch noch da? Nee, natürlich nicht. Papa-Ti. Warte mal. Die müssen mal weg. Explosive Diarrhea. Pretty Fly. Okay. Weg damit.
Das Spider-Butt. Nö. Ich stehe nicht so auf Spinnenärsche. Mm-mm. So, irgendwo muss noch der andere Geheimraum sein. Hier. Explosive Diarrhea, Pre-Flight, Tears Down. Boah, lass mich doch raus, lass mich doch raus. Oh, das war knapp. Auf geht's zum Boss. Im Moment sind wir wenigstens... Oh, The Dark One. Im Moment wollte ich gerade sagen, sind wir herzenstechnisch wenigstens schon mal richtig gut gestellt. Da, hier ist ein Shoot, Speed Up. Oh, das ist neu. You feel guarded. Wir haben ein Schild. Wir haben ein Schild. Guckt mal. Nett. Ich glaube, mit dem Schild konnte man sogar wirklich blocken, ne? Ah ja, ich hab was vergessen. Was vergessen? Seed. Seed hier. Hier, bitteschön. Da ist es hier am Anfang immer vergessen, ne? Es ist aber auch hier. Es ist ungewohnt. Die nehmen wir uns mit. Man sollte schon in Richtung der Kacke schießen, ne? Na klar, mit mir kann man es ja machen. Boss gefunden. I can see forever. Nehmen wir. Big Fan. Fat Protection. Na klar. Okay. 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 Also Protection haben wir jetzt gerade richtig gut, ne? Nein, lass das. Das Schild blockt wirklich. Wobei, ich habe im Moment... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ne? Blocken hoch 10 oder wie? Mir soll es im Prinzip recht sein. Dies mit dem Satan können wir auch noch mitnehmen. Dafür haben wir nicht das Geld. So. Passt. Alles meins. Aber kann uns jetzt überhaupt noch was treffen? Das ist natürlich die gute Frage. Boys of Steel, die hebe ich mir natürlich auf. Zack. Münze. Jo, wir haben alles. Wir haben die Geheimräume. Wir haben den Itemraum. Das heißt jetzt zum Boss. Azazel vs. Monstro 2. Meins. Damage Upgrade.
Boah, muss ich mir mitnehmen? Muss ich mir mitnehmen? Die Prayer Card. Nein, nein, nein. Oh, ich hätte die gerade noch benutzen sollen. Puh. Okay. Aber das macht nichts. Wir können die trotzdem benutzen bei dem Vorsprung, was wir an Seelenherzen und schwarzen Herzen haben. Aber ist halt ärgerlich, ne? So, macht gar nichts. Wir haben noch Balls of Steel. Geh einfach sterben. Ich will doch eh keiner. Hüpfen die hier rum. Okay. Was hat mich da jetzt gerade getroffen? Was hat mir jetzt da Schaden gemacht? Das ist eine gute Frage. Eine echt gute Frage. So, was hätten wir denn hier oben noch? Eine Kiste. Hallo Gluten-Toni. Hab hier Upgrade. Zack. Herzcontainer Nummer 4. Es sieht gerade eigentlich gut aus, ne? Puh. Nee, 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 nee. Hier hoch. Okay. Nö. Mann, das wollte ich doch wieder mal nicht. Wer weiß, ob ich die Kohle noch brauche. So, das will ich nicht mehr sehen. Was ist denn das? Ein Sparschwein! Piggy Bank! My life saving. Hi, Mom! Champion Mom. Da habe ich jetzt einiges kassiert, ne? Rosary. So, und ich würde sagen, wir gehen trotzdem hier rein. Gucken erstmal. Poison Tears. Boah, Gertie Junior, geh mir doch nicht auf den Piss. Boah, geh mir wirklich auf den Piss, ne? So, hier. Weil ich's kann. Ich kriege gerade so viel Schaden, dass das nicht mehr schön ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte so viel Protection, ne? Ey, WTF! Ja,
kann nicht mehr. Reaktion einer Schlaftablette gerade. So, wo ist er denn hier? Lass mal hier ein Herz einsammeln. Hier, friss. So langsam dürfte ich hier wirklich mal ein paar Herzen einsammeln. Wow. Boah, der ist aber schnell. Monster 2 und Dings, die Kombi ist immer sowas von ekelhaft. Weil ich auch so nah ran muss. Das war jetzt natürlich Mist. Das Ding werde ich verlieren. Jupp, sag ich doch. Bin ich das letzte Mal drauf gegangen. So, dann kommen wir noch zu den Reitern. Müssen natürlich auch wieder Champion sein. Was auch sonst. Nein, hör doch auf jetzt. Wow. Zack, aua. Wow, wow. Also fallen. Ob sich das jetzt alles lohnt oder nicht, ne? Juicy Sack! Ich hätte einen Herzcontainer mehr haben können. So, die nehmen wir noch mit. Pretty Fly. Mhm.
Lockdown. Meine ganzen anderen Herzen sind weg. Puh. Na, der Schaden ist ja an sich ordentlich, da kann man echt nicht meckern. Aber trotzdem irgendwie was. Oh Gott, schieß doch mal einfach in die falsche Richtung. Weil du es kannst, weil du es möchtest. Nee. Wir haben 71 Münzen. Oh, Balls of Steel. Brauch kein Geld. Ne, Pretty Fly. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Zeug dabei. Mm-mm. Na komm. Münzen. Ach komm, das ist egal jetzt. Ist egal jetzt. So, da müssen wir rein. Hat sich auch gelohnt. Nee, komm her. Nicht mit mir. Sind wir wieder voll. Die Karte heben wir uns jetzt auf, weil ich vermute mal, dass der Boss nicht mehr allzu weit weg ist. Hallo? Hallo? Nee. Oh, dickes, fettes Laserauge muss zuerst sterben. So, rein da. Skolex. Okay, dann sind die wenigstens schon mal down. Tada! Squeezy! Holy Grail! You unlocked Forgotten Horseman! So, kann ich das Ding jetzt eigentlich schon kaputt machen? Nö. Oh, ich habe schon wieder die Karte vergessen. Ah, fu! Dann müssen wir die jetzt benutzen. Komme ich nicht drum rum. Und dann einmal noch komplett aufladen. Ein paar Herzen haben wir ja jetzt. Explosive Diarrhea. Wir legen immer noch mit der Lockdown-Pille, das ist so ekelhaft. Aber zum Glück ist mein Brimstone so schnell aufgeladen. So, die haben da noch dazugehört. Ha! Zack! Herzcontainer für den Blaze. It lives! Yes!
ich da nicht einfach stehen bleiben? Durch mein Schild? Durch die ganzen Pretty Flies? Ja, kann ich. Wartet mal, wir haben 11 Bomben. Kein Herz mehr drin, schade. Dann nehmen wir uns eben das mit. Auf in die Cathedral. So, normalerweise können wir doch dann bei Isaac auch stehen bleiben. Hoffe ich jetzt mal, ne? Also der Schild, den wir da vorne dran haben, ja, möchte mir gefallen. So, hier ist schon mal nichts. Dankeschön. Nee. So, komm her. Kein Stress hier bitte. Was bist du denn? Der Flat Penny. Nee. Dankeschön. Wow. Doppelte Lockdown-Pille. Ja, ich würde sagen, ne, sofort zu Isaac. Azazel versus Isaac. So. Einfach hier stehen bleiben. Interessiert mich nicht. Komm, hier durchfeuern. Aua. Das hat mich jetzt schon ein bisschen interessiert. Na, kommt. Er ist gleich down. Geht doch. Rein da. So. Ja, das Polaroid sieht schon besser aus. War ein richtig, richtig guter Run diesmal. Ne? Es hat geklappt mit den ganzen Schutzschilden, die wir hatten. War es relativ einfach. Ja, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac Rebirth.